So, dann geh mal los, guter Mann. Obwohl, ist das hier das Herbarium? Nee. Hinterher! Das ist Schinderei. So, wo geht er hin? Auf dem Friedhof wachsen Pflanzen hervorragend. Habe mal auf einem gearbeitet. Da waren, hatten da echt tolle Erdbeeren. Das ist irgendwie ein bisschen makaber. Bisschen. Sherlock Shiva, ja. Voll. So finden wir das heraus. Ah, ich sehe es. Das hier, oder? Ja, er guckt hier. Warst du zufrieden? Du sagst, es sei erlebt. Versuch es noch einmal. Gut. Löwenzahn war, glaube ich. Ah, Entschuldigung. Löwenzahn war, glaube ich, auch Unkraut. Brennnessel, Distel und Löwenzahn. Ich weiß gar nicht, wieso. Unkraut blüht immer so schön. Ja, aber ich finde, es ist auch nur ein Name. Unkraut. Das heißt halt so, weil es wächst wie Unkraut, was halt gut wächst. Aber ich mag Unkraut auch. Ich finde, dass Unkraut, also dieses Wort, eigentlich gar nicht so negativ be belastet sein sollte. Denn es gibt so viel Unkraut, was echt schön ist und es halt einfach wirklich schön wächst. Du musst nicht viel dafür tun. Das ist doch perfekt. Ja, es ist halt, es heißt halt deswegen Unkraut, was halt für andere Pflanzen schädlich sein kann. Aber wenn du sowieso keine anderen hast oder haben willst, sondern einfach nur irgendwie auf dem Balkon einen Eimer mit Unkraut haben möchtest. Perfekt. Was aber wirklich richtig gut wächst, ist Minze. Das ist total krass. Ich habe jahrelang wirklich einen Topf mit Minze auf dem Balkon gehabt und es ist immer im Winter einfach kaputt gegangen. Eingetrocknet, dann habe ich das halt abgeschnitten. Und im Frühling ist es dann schon wieder gesprossen wie nochmal was. Richtig gut. Oh, jetzt habe ich einmal Minze genommen aus Versehen. Ich wollte doch die Distel. Jetzt wissen wir, was Shiva auf dem Balkon hat. Nee, tatsächlich habe ich jetzt gar nichts mehr, außer ein kleines Bäumchen. Aber keine Kräuter mehr. Das wird sich jetzt auch nicht lohnen, da noch groß was zu machen, weil ich ja weiß, dass ich bald umziehe und deswegen fange ich da jetzt nicht mehr groß was an. Eine Kirschblüte habe ich am Balkon.
Wo es hingeht, in eine größere Wohnung. Ist schon sehr, sehr eng in einer Einzimmerwohnung. Und dann kann ich auch endlich wieder mehr, beziehungsweise auch abends streamen. Da freue ich mich schon richtig drauf. Das wird richtig gut. So, jetzt haben wir ja fast alles ausgerissen. Irgendwie hat er jetzt gar nichts mehr. Na, die Disteln hier noch. Augentrost. Da war noch ein Löwenzahn und eine Brennnessel. Mein Gott, bin ich jetzt sein Gärtner hier, ha? Huh? Selbst eure Drei-Zimmer-Wohnung ist zu klein. Ach, du kannst wenigstens in ein anderes Zimmer gehen. Ganz ehrlich, eine der Sachen, auf die ich mich am meisten freue, ohne Scheiß, ist wirklich, dass ich nicht mehr jeden Morgen und jeden Abend dieses blöde Klappsofa umklappen muss, den Bezug wegmachen, die Bettwäsche rausholen, beziehungsweise morgens wieder alles einräumen. Ey, das ist eins der Dinge, auf die ich mich wirklich am meisten freue, ein normales Bett zu haben in einem normalen Zimmer, wo ich einfach, wenn ich müde bin, reingehe und mich hinlegen kann. Das ist sowas, das hatte ich halt noch nie. Und deswegen, ich freue mich da einfach unglaublich drauf. Das wird so schön, weil das macht mich auch immer wieder wach. Glaube ich gerne, wohne selbst auf 23 Quadratmeter in einer Einzimmerwohnung. Alleine ist zu Kiba mit Bekanntschaften oder feiern wird's schwierig, ja. Ja, und mein Freund ist vor über einem Jahr hier eingezogen. Vorher habe ich ja immer auch alleine hier gewohnt, weil bei ihm das so scheiße war, weil der Nachbar so unglaublich laut war über ihm, dass das überhaupt nicht mehr ging. Hat er gesagt, okay, wir wollen uns ja eh was Neues suchen, denn wenn es für mich okay wäre, würde er halt in der Zeit einfach schon zu mir kommen. Dann ist zumindest auch schon sein Kram bei mir, das passt ja eigentlich ganz gut und dann schauen wir halt, dass wir halt was Besseres finden, was Größeres. Aber die Zeit vergeht so schnell. Das ist halt jetzt schon wieder über ein Jahr her einfach. So, ich glaube, jetzt habe ich alles. Oh, warte, da war noch was. Habe ich doch gesehen. Bis in die Nacht rein habe ich jetzt gearbeitet hier in diesem Garten. Ich muss sagen, es wird alles, also war jetzt echt völlig in Ordnung. Es wird nur jetzt dann, ich freue mich einfach dann auf eine Vergrößerung. Ich finde Klappsofas praktisch. Das habe ich vergessen. Ich habe so lange gearbeitet. Da hat man mehr Platz, wenn man nicht zu faul ist, es immer ordentlich aufzuräumen. Ach du, nee. Mach das mal über 10 Jahre, dann hast du keinen Bock mehr drauf. Jeden Tag. Zweimal. So, jetzt muss ich gucken, wo der Typ war. Bei Nacht sieht alles ganz anders aus. Wir haben damals eine neue Wohnung gesucht, weil das neu gekaufte Sofa zu groß war. Ah, das ist witzig. Hier muss ich, glaube ich, hin. Ich bin hier aus Versehen rausgegangen, statt darüber zu gehen. Und dann gehe ich ins Bett und dann hole ich den Stein ab, beziehungsweise das Diadem. Und dann bringe ich das zur Stefanie. Oh, da habe ich mir ja echt was vorgenommen, Leute. Es tut mir leid, dass ich ihn wecken muss. Oh Gott. Warum weckst du mich? Hau ab. Dann gehe ich halt erst schlafen und dann sage ich ihm das. Ist auch okay. Ich hatte ein Klappbett in meiner alten Wohnung, wo ich 15 Jahre gewohnt habe. Zu zweit? Nee, ich habe das ja mein ganzes Leben lang schon. Aber 10 Jahre wohne ich halt in dieser Wohnung. Das meinte ich damit. In meinem früheren Zimmer hatte ich ja auch so ein Klappbett. Also.
Naja, wenn es für dich gepasst hat, mich macht's wahnsinnig. Wo ist denn das Blöde? Die Unterkunft. Ich habe dafür schon bezahlt und jetzt weiß ich nicht mehr, wo die ist. Eieiei. Ist es wieder nicht aufgeploppt, das Alert, oder habe ich es wieder nicht mitbekommen? Eieiei. Icekiller1994, vielen Dank für dein Follow. Dankeschön. Einmal mussten wir es umtauschen, weil das erste nicht durchs Treppenhaus passte. Ein zweites Mal wollten wir nicht tauschen, dann lieber eine neue Wohnung. Ich finde das klasse. Hier ist mein Bett. Das ist ja cool, dass das da steht. Dann gehen wir da jetzt hin. Schlafen! Die Alerts sind da, du bekommst die Alerts nicht mit, weil sie keine Geräusche machen. Ah, okay. Dann ist das Geräusch auf einmal ganz ausgegangen, anscheinend. Komisch. Da muss man doch noch mal gucken. Kann ja nicht sein, dass ich die jedes Mal wieder neu einstellen muss. Hast du das dann auch jeden Tag gemacht, MC? Also wirklich morgens den Bezug wieder drauf, die Bettwäsche in den Schrank, die Kissen schön aufs Sofa und dann abends wieder alles runter und so? Oder hast du es dann einfach immer offen gelassen als Bett? Es ist halt schon, es sieht halt kacke aus. Es ist halt wirklich, du kommst zur Tür rein und dann steht da halt das Sofa, was so okay aussieht, aber wenn es umgeklappt ist, kommst du zur Haustür rein, gehst durch einen ganz kleinen Flur und würdest eigentlich schon vom Bett stehen. Das ist halt blöd. Also, das ist da. Das ist richtig, ja. Ah. Ah, hier ist aber auch ein schöner Garten. So, waschen wir uns noch. Shiva, die Frage meinst du jetzt nicht ernst, das ist ein Kerl. Das Klappbett hatte Halterungen, wo ich die Bettwäsche hab drauflassen können und dann einfach hochklappen. Ach ja, dann ist ja nicht so ein Act. Bei mir ist es wirklich, du musst es komplett abziehen, umklappen, komplett den Bezug wieder schön drauf machen, die Kissen drauf machen. Also das ist schon immer so 10 Minuten. Ich habe mich ein bisschen verlaufen. Wo ist mein Bett? Irgendwo da vorne. Ja, dann. Man muss halt Prioritäten setzen. Das finde ich gut. Hier ist mein Bett. Das dauert ja so lange. Hilfe! Ein bisschen tranig. Okay. Gut. Dann einmal ins Bett. Ich bin in keinem privaten Bereich. Das ist mein Bett hier. Ich habe dafür bezahlt. Depp. Okay, dann sagen wir das mit dem Kräutergarten, dann holen wir das Diadem und dann gehen wir los. Das besagte Sofa haben wir auch als Bett, weil ein Zimmerwohnung benutzt ist, war ein Big Sofa. Das war ätzend, das immer zu beziehen, ja. So. Fackel weg. Erstmal frühstücken. Die haben kein Frühstück vorbereitet. Was ist denn das für eine Frechheit hier?
Irgendwie ist es witzig. Ich versuche gerade meine Sachen hier irgendwie wegzubekommen, meine 1000 Nebenmissionen. Und es wird nicht besser, es wird einfach immer mehr, obwohl ich ja auch schon wieder was weg habe. Echt schlimm. Das Zimmer war bezahlt. Ich habe das in der Früh schon bezahlt für die Nacht, die jetzt war. Das habt ihr wahrscheinlich nicht mitbekommen. Deswegen hat es auch gespeichert, das Spiel. Das wissen wir ja jetzt, dass es dann nur geht, wenn man das rechtmäßig macht. War das das blaue A oder das grüne B? Jetzt muss ich noch mal gucken. Blau. Blaues A. Wer? Der! Immer diese Diebe. Jetzt hilf doch mal! Jetzt wollte ich den nicht treffen. Ja, wie komme ich da jetzt hoch? Genug? Bitte lass mich gehen. Um Himmels Willen, es war doch nur ein Stück Brot. Oh, das kann ich verstehen. Keine Widerrede. Her damit. Hier. Du hast es nicht anders verdient. Hoffentlich ist es dir eine Lehre. Ja, Herr. Wo ist der andere? Ich wollte ihm gerade sein Brot zurückgeben. Dann halt nicht. War das der? Ich glaube schon. Du hast ihn laufen lassen. Einfach so. Und hast du die Beute? Habe ich. Hier, bitte. Danke, diese diebische Elster. Man kann niemandem mehr trauen. Damit du weißt, dass ich nicht geizig bin, eine Kleinigkeit. Danke. Das Problem mit dem Brot kennt Heinrich ja. Es gibt auch eine Taste, um ihn zu stellen. Das geht auch nicht auf die Ausdauer, als immer die Faust zu nutzen. Ach so? Ich dachte, ich muss hauen. Okay, da ist bisher aber auch nie was aufgeploppt, dass es eine Taste gibt. Muss ich mal gucken. Ob dann da vielleicht mal was aufploppt. Bin ins Wasser gefallen. Also einmal zum Kräutergarten. Es ist nicht so seicht, wie es aussieht. Schade, dann kann er ja vielleicht manchmal doch schwimmen. Wieso ist das hier ein privater Bereich? Da ist die Brücke. Oh Gott. Die habe ich gesucht. Oh, ich komme hier nicht raus. Hilfe.
Okay. Da ist die Brücke, da ist die Brücke. Alles gut, alles gut. Das kommt davon, wenn ich mich beeilen will. Dann laufe ich komplett falsch. Voll rein. Ach ja. Dun, 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 dun. Einmal zum Typen mit dem Kräutergarten und dann zum Diadem. So, jetzt verfolgen wir wieder den Plan. Uns ist nur das Wasser ein bisschen in die Quere gekommen. Aber passt. Ich könnte eigentlich hier durchgehen. Ist wahrscheinlich gar nicht so doof. Am Ende hat er noch eine Aufgabe für uns. Dann machen wir es so. Gott sei mit dir. Ich will das Diadem abholen. Ist es fertig? Ich sagte doch, ab wann du das Diadem abholen kannst. Es ist noch nicht so weit. Ja, ich habe gedacht, er hat's vielleicht schon. Dann wirklich erst heute Abend. Dann müssen wir hier noch ein bisschen verharren. Der sagt nur, dass mir was auf den Kopf fällt. Wenn ich nicht aufpasse. Bisschen was essen. Und... ja, vielleicht können wir ja noch was brauen, beim Herbarium vorbeischauen. Vielleicht finden wir darin das Rezept. Und dann wird es schon langsam Abend, denke ich mal. Sagt der was Neues? Nee. So, jetzt habe ich es wirklich getan. Hast du die Beete ein Blatt vergeudet. Eins, aber... freut mich, das zu hören. Das wird er schon nicht merken. Ich werde mich selbst überzeugen. Gut. Aber eigentlich wollte ich ja das Herbarium. Ach, hier kann ich auch schlafen. Und stehlen. Bei dem Verband stand nicht stehlen. Aha, weil ich ihn für die Leute verwenden kann. Ich verstehe. Der kommt aus eigener Kraft durch. Welcher war denn das? War das der? Aber ich kann ihn mir gar nicht mehr anschauen. Ist aber viel Blut. Boah.
Ich werde nicht gebraucht. Allmächtiger. Vielleicht kann ich nochmal mit ihr kurz reden. Einer der Verletzten, Semek, klagt über seine Blessuren. Er hat Angst, dass er nicht mehr arbeiten kann und... Semek? Ist er einer von uns? Nein. Nein, er ist Bauarbeiter. Er ist lediert und ans Bett. Um Himmels Willen, Heinrich, unsere Nachbarn verrecken. Unsere Freunde. Uns fehlt die Zeit für die Wehwehchen irgendeines Bauarbeiters. Oh, was hast du dir nur dabei gedacht? Hör zu, ich brauche doch nur den Namen einer Pflanze. Dann schlag doch in deinem Buch nach. Du hast hier schließlich ein ganzes Herbarium. Wo ist es denn? Das steht ihm beim Altar. Ich kann keine Verletzung erkennen, aber er ist sehr blass und nicht ansprechbar. Er hatte einen Beinbruch. Sah schlimm aus. Der Knochen trat durch die Haut aus. Wir haben versucht, das Bein zu richten, aber ich weiß nicht, ob es gelungen ist. Ich mache mir kaum Hoffnungen. Ich habe andere in seinem Zustand gesehen und für die ging's nicht gut aus. Gott, es muss doch etwas geben, das wir tun können. Und was schlägst du vor? Die Mönche helfen uns nicht und ich wüsste sonst niemanden. Lass mich es versuchen. Ich richte sein Bein. Du? Unglücklicherweise musste ich so etwas schon einmal tun. Man muss die Knochen genau aneinander fügen. Keine leichte Sache und die Schmerzensschreie zehren an den Nerven. Man darf sie einfach nicht beachten. Nun gut, dann versuch es. Okay, Plötze, bis dann, ciao. Was ist mit Philipp geschehen? Der arme Kerl. Erst war alles in Ordnung mit ihm und jetzt verfällt er mit jedem Tag. Aber weißt du warum? Vielleicht. Er ist nicht aus Scarlets geflohen, sondern hat sich lange versteckt. Zwischen den Leichen. Falls er sich vergiftet hat. Was können wir tun? Wir? Nichts. Einzig Pater Simon hätte ihn retten können. Der kannte sich mit Giften aus. Und wo ist er? Er verließ doch Scarlets schon vor Jahren. Und ach, weiß ja. Jemand, wohin okay. Es ihn verschlagen hat? Wenn du das Gerede über einen wilden Mann im Wald glauben magst, solltest du nach Rovna gehen. Erzähl mir mehr über die Lage vor Ort. Okay, das hatten wir alles, passt. Mehr wollte ich nicht wissen. Gut. Was willst du? Du siehst gesund aus. Schon, aber das Bein tut noch weh. Waren das die Kumanen? Das sage ich dem Weibsvolk. Um ehrlich zu sein, habe ich mich selbst verletzt, als ich weggerannt bin. Hm. Wechseln sie deine Verbände? Manchmal. Die haben mir gesagt, sie hätten nicht genug Verbandszeug. Tja, aber die Verbände müssen gewechselt werden. Ich habe die Verbände für dein Bein. Wunderbar. Sagst du es, Bruder Nikodemus? Ich mache das selbst. Bist du nicht der Sohn eines Schmieds? Das ist lange her. Leider musste ich mir seitdem das eine oder andere über die Heilkunst aneignen. Tja, dann mach mal. So, einen Verband wechseln werde ich ja wohl noch schaffen, oder? Habe ich jetzt schon? Hm? Was willst du? Und? Was denkst du? Ah, okay. Fühlt sich sauber an. Hoffentlich hilft's. Wird es. Sag ihnen, sie sollen täglich deine Verbände wechseln. Sie sind hier. Vielen, vielen Dank, Heinrich. Keine Ursache. Ja, voll schön. Verdammt. Wieso wächst du mich? Hoffentlich sind das die Kräuter. Welche? Ach so, nee, ich hab die noch nicht. Ich brauch erstmal das Herbarium noch. Mit dem will ich doch gar nicht reden. Mit dem da am Boden. Ach so, der redet nicht mit mir. Okay. So, angeblich würde mir ja ein ganzes Herbarium hier irgendwo rumstehen. Jetzt rede ich nochmal mit ihm wegen dem Kräutergarten und dann gucke ich nochmal. Warst du zufrieden? Du sagst, es sei erledigt, aber ich gehe nur. Echt jetzt? Ich hab das voll gut gemacht. Ich hab alles ausgerissen. Also, nicht alles, aber... Pfeife. Gegen Flöhe und Warzen. Warzen.
Aber das brauche ich ja gerade alles gar nicht lesen. Ich brauche das Herbarium. Nee, das brauche ich auch nicht. Ist das hier irgendwo? Ich frag nochmal die Johanka. Vielleicht kann sie es mir doch sagen. Erzähl mir mehr über die. Danke. Blöd. Braucht die Verbände, um den Leuten hier zu helfen, ne? Nikodemus, wo? Wo? Ab dann. Was kann ich mit dem handeln? Aber der hätte Beinwelle und das ist lila. Ich gebe ihm Beinwelle. Probieren wir es. Ist gut. Das ist ja nicht für mich, sondern für den Verwundeten da. Was sagst du dazu? Das ist zu wenig. Ja, das sollte passen. Ich probier's mal. Welcher war das jetzt? Ah, der da. Hoffentlich sind das die Kräuter. Danke dir. Mit etwas Glück taugen die was. Komm in ein paar Tagen zu mir, falls du Zeit hast. Ich hoffe, das war richtig. Das war lila und ich habe kein Herbarium gefunden. Und ich muss jetzt auch echt mal weiter hier, ne?